Hallo, liebe Freunde von Detektiv Klaus. Hier sind wir wieder unterwegs und zwar in unserem eigenen Raum der Wünsche. Ja, wir haben jetzt endlich hier unser eigenes kleines Tierwesengehege freigeschaltet, wo wir unsere Tierwesen knuddeln und streicheln und füttern können und dafür auch ein bisschen was an Materialien von ihnen zurückbekommen. Also alles, was aus dem Fell kratzen können, sozusagen. Kennt das ja. Aus Wally Flowers, ne? Knochen, Fische, was man alles so findet drin. Das können wir dann jetzt hier auch machen, sozusagen. Ich habe nichts, ne? Ja. So, dann müssten wir jetzt hier einen Webstuhl hinbauen. Dann können wir unsere Klamotten wohl verbessern. Wo habe ich denn mein Raum der Wünsche-Set hier? So. Ah, hier ist das. Nutzen. Verzauberter Webstuhl. Was gibt es denn noch? Wissenschaftliches Material? Verfeinerer? Aha. Ah ja, dann gibt es dann nur verschiedene Ausführungen. Das ist dann alles. Ah ja, okay. Dann wollen wir das Ding mal herbeizaubern. Dann können wir auch noch eine unterschiedliche Färbung geben. Ah, mit Blau. Ich mag Blau. Wird doch noch Platz, oder? Flump. Ja, Webstuhl wollte ich schon immer mal haben. Wie sonst noch irgendwas Interessantes, Neues? Alle möglichen Kram gekriegt hier ins Boah, du Schande. Also warum soll ich die Leute alle hier diese Bilder aufhängen? Ich kenne die doch alle gar nicht. Was ist das hier? Gemälde als Mondkalbs. Was kann man hier dann so? Das kann man sogar einfach hier drauf nageln. Ja, warum nicht, ne? So. Muss ich jetzt nochmal mit Dick sprechen? Was soll ich mit den magischen Materialien tun? Was sollte ich mit den magischen Materialien tun? Das sag ich doch. Beschwören Sie mit der Zauberanweisung einen verzauberten Webstuhl. Dann können Sie die Materialien in Ihre Kleidung einweben. Kehren Sie zu Dick zurück, sobald Sie etwas verbessert haben. Okay, dann müssen wir es einfach mal ausprobieren. Aha, cool gemacht. Da oben sind dann die Fäden. Alles voll animiert hier. Wahnsinn. So, was haben wir denn? Ausrüstung hat automatisch einen Hauptwert der Offensive oder Defensive. Magische Materialien können genutzt werden, um mit dem Webstuhl einen zweiten Wert hinzuzufügen oder zu verbessern oder deine Ausrüstung Eigenschaften zuzuweisen. Mehrere kleine Verbesserungen können deine Kampfkraft beachtlich verstärken. Neue Tierwesen können in Bauen gefunden oder in Aufträgen freigeschaltet werden. Neue Eigenschaftsrezepte können in Banditenlagern gesammelt werden. Aha. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben zum Beispiel dieser Schal. Hat jetzt keine besonderen Spezialeigenschaften und nur Offensive. Das ist momentan auch der beste Schal, den wir haben. Das wäre jetzt, das ist auch noch ein außergewöhnlicher. Wenn wir den jetzt verbessern, den könnten jetzt sozusagen noch aha, 4 Verteidigungen dazu geben, was er ja vorher nicht hatte. Mit dem Fell von einem Mondkalb. Okay. Oder Eigenschaften? Dann sind das die Eigenschaften, die wir... Oh, scheiße. Die wir dazugeben können. Das sind die, die wir schon freigeschaltet haben. Das wäre dann also eine Zusatzeigenschaft, die der Schal dann noch zusätzlich hat. Also Nekromantenschutz. Das heißt, wir kriegen weniger Schaden durch den Feri. Hier natürlich sehr praktisch mehr oder weniger Schaden durch Spinnen. Hier machen wir mehr Schaden mit Incendio. Das ist natürlich cool. Wir machen dann viel mehr Brandschaden. Expelliarmus, auch gut. Okay. Verfluchter Gegner. Und hier haben wir deutlich erhöhten Schaden durch chinesischen Kaukohl. Okay. Aber da brauchen wir noch die Recalls-Federn. Die haben wir nicht. Den haben wir noch nicht entdeckt. Was gibt es denn noch als Protego-Schild? Das ist auch nicht schlecht. Reduziert den Schaden der schwarze Magier. Den werden wir ja immer begegnen. Hier sind schon einige so coole Sachen drin. Ich denke mal, Incendio-Verbesserung wäre vielleicht nicht schlecht. Man kann aber vielleicht auch mehrere Sachen haben. Ich weiß nicht. Wir können jetzt mal ausprobieren, wenn wir mal ein bisschen mehr Verteidigung noch dazu tun. So. Das heißt, der Schal hat jetzt zusätzlich auf 4 Verteidigung. Cool. So, wir haben jetzt das verbessert.
Was sollte ich mit den magischen Materialien tun? Beschwören Sie mit der Zauberanweisung einen verzauberten Webstuhl. Dann können Sie die Materialien in Ihre Kleidung einweben. Kehren Sie zu Dick zurück, sobald Sie etwas verbessert haben. Hab ich doch. Muss noch was machen? Okay. So, dann haben wir den Schal hier. Wir haben jetzt die Mütze momentan. Ja, ne? Wenn wir der jetzt zum Beispiel geben, erhöht der Schaden durch Incendio. So, wunderbar. Können wir da noch was drauf tun? Ein reduzierter Schaden durch Spinnen, geht das auch? Ne, entweder oder. Okay. Dann haben wir was Haar verschwindet, aber nehmen wir Incendio. Das finde ich schon mal ganz gut. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das sollte ich Dieg zeigen. Jo, du kleiner Streber. So. Ich habe den Webstuhl benutzt, Dieg. Ich habe den Webstuhl benutzt, Dieg. Sag ich doch. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Aber jetzt rät Dieg ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Kann ich mit dem Webstuhl jedes Kleidungsstück verbessern? Der Webstuhl verbessert nur Kleidung einer bestimmten Qualität. Dieg nimmt an, dass sie unterwegs noch wertvollere Kleidung finden. Dieg weiß auch, dass sie in den Läden von Hogsmeade verschiedene Kleidungsstücke bekommen, die sie verbessern können. Okay, danke, Dieg. Danke für deine Hilfe, Dieg. Wunderbar. Was? Oh. Herausforderung abgeschlossen. Okay. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an, was wir jetzt alles hier haben. Aufträge und Raum der Wünsche-Herausforderung. 7%, oh toll, so viel. Verbesserung der Ausrüstung, aha. Ausrüstungs... Oh, alte Magie verbessern, das ist ja auch nicht schlecht. Mhm. Dann kann man die auch nochmal pushen. Das weiß ich noch nicht, was das ist. Nice, nice. Bessere Ausrüstung 5-mal, dann bekommen wir alte Magie 1. Okay, jetzt sind 4 Beschwörungen. Dann kriegen wir einen Billiwig-Stock. 10 Tierwesen müssen wir noch retten. So, was haben wir hier jetzt gekriegt? Okay, wir haben jetzt 8 Hauptaufträge abgeschlossen, bekommen dafür eine legendäre Maske. So, und dann kommen wir als nächstes eine Steinhalskette. Ja. Okay. Da brauchen wir noch 2. Hier das, ja. Hier das Ensemble des Strebers haben wir. Und hier, okay, noch, boah, noch so viele. Na gut, so ein komplettes Ensemble ist ja auch was, was man langfristig sammelt. Nice, nice, okay. Was hier noch? Was hat er hier? Hier irgendwas Neues? Achso, diese ganzen, die Küchentische von den Hauselfen. Ja, ja, okay. Was ist das? So, und hier haben wir nochmal Erscheinungsbild irgendwas wahrscheinlich. Gut. Jo, und ausrüstungstechnisch? Jo. Haben wir jetzt hier plus 4 Verteidigung dazu gekriegt. Nice, okay. So, das heißt, wir haben jetzt... Gut, das bringt uns hier zu nichts. Ist ja auch egal. Erhöhter Schaden mit Pflanzen. Erhöhter Schaden mit Incendio, wenn wir das benutzen. Das ist die... Moment, einzige Brille, die wir haben, ne? Okay, die könnten wir auch nochmal versuchen zu verbessern.
Nur, das ist ein einfacher Gegenstand, ein blauer, da kann man nicht so viel mitmachen. Und dann haben wir hier noch mit der Schaden aus Kaukohle. Also wir müssen im Grunde mit der Ausrüstung, die wir jetzt haben, am ehesten mit Pflanzen kämpfen, also Pflanzen im Kampf mit einsetzen und möglichst Kaukohle auf Gegner schmeißen. Dann haben die ordentlich dran zu kauen. Also, ja. Weil die hat momentan so ja in der Richtung die besten Werte. Und natürlich Incendio, da kriegen wir dann auch noch ein bisschen mehr Schaden. Ist ja auch nicht schlecht. Was war das jetzt ja eben noch? Was war denn das für eine komische Maske, die hier? Ja, man sieht nichts damit, man versteht mich nicht mehr. Jetzt kann man als der unbekannte Rächer herumlaufen. Ich weiß nicht. Ich sehe die Leute noch lieber ins Gesicht, muss ich sagen. Also, können wir auch gleich das nehmen. Nein, das nehmen wir nicht. Bleiben bei dem hier. So, was ist das? Poperones Mystikgewand. Was ist das? Ah, das sieht auch nicht schlecht aus. Das passt auch zu einem Mantel, den wir da haben. Ja, auch nicht schlecht, ja. Ein paar robuste Stiefel. Und hier haben wir eigentlich so farbmäßig nur das hier. Wir können natürlich mal so einen Kontrast hier noch setzen, aber ja. Das passt nicht so, finde ich jetzt. Ich finde ja. Boah. Ja, so wirklich passend finde ich den auch nicht. Das ist zu rot, das sticht sich. Dann noch lieber den. Das ist ein bisschen harmonischer und ist vorne auch schön gefaltet. Das sieht noch am besten aus. Lass mir das mal so. Ja. So, kommen wir noch. Findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Ja, danke schön. Ob wir noch was verbessern können hier. Moment, das, was wir momentan haben, ist ja angemarkert. So, das ist das. Okay. Jetzt können wir da eine Verbesserung raufschmeißen. Zwei Offensive. Mit der Feder eines Jobbernolls. Ja, warum nicht? Zwei Offensive haben oder nicht haben. Mit einer weiteren Feder können wir das sogar auf plus 6 steigern. Ich will aber jetzt nicht, ist kein Professor für Kräuterkunde, nicht aber alle Federn verballern. Ah, okay, danke für den Tipp. Gut, dass es noch so Tipps gibt. So, wir haben jetzt den Platz für Verbesserung schon so gut wie ausgereizt. Das sieht man dann in diesen zwei Feldern, die in der Mitte sind. Wir könnten hier Gegengift mal draufschmeißen. So. Dann haben wir hier nicht nur 6 Offensive zusätzlich, sondern auch noch weniger Schaden durch Spinnen. Das ist doch mal ganz nice. Schade, dass man nicht so eine Komplettübersicht sieht, was man jetzt dann alles für Werte im Grunde hat, sondern man hat nur das hier. Aber gut. Ja, wir sind ein bisschen stärker mit Offensive geworden. Also ein bisschen weniger Schaden bei Spinnen. Weiß jetzt nicht, wie groß der prozentuale Wert natürlich da ist. Ist in der 10, 5, 20, 30%, keine Ahnung. Das habe ich jetzt nicht rausgefunden. Aber wenn das ein bisschen was bringt, ist das schon mal ganz gut. Die an sich nicht so nerven. Mit den Feuerschaden machen wir jetzt auch mehr. Und der Kaukohl des Todes, den können wir auch gut einsetzen hier. Braune können wir sammeln. Die Schrumpelfeige ist noch nicht fertig. Das Flussgras will noch nicht. Das ist auch ein Baum, alter Falter. So, hier ist der Fokustrank fertig. Den habe ich mal angesetzt. Schlupp. Und hier nochmal Mega-Power-Trank. Der uns Mega-Power bringt. So, die brauchen noch ein bisschen. So.
Ja, das mit den Klamotten ist schon eine coole Sache. Nur, wie gesagt, das kann auch schnell dann passieren, dass man sich Sachen verbessert und man findet dann im nächsten Gefecht wieder was Besseres. Dann war dann alles umsonst. Aber gut, ist halt so. So, bis man das Mondkalb nochmal abernten kann, muss man sozusagen, brauchen wir jetzt noch 8 Minuten ungefähr. Das sieht man dann da in der Mitte. Aber ist auch okay. Da ist der andere Knuddelmove, der springt da runter durch die Gegend. Knuffig. So, wir können ja hier auch noch was bauen, ne? So, was ist das? Gegenstände für Teile des Gebäudes. Was ist das hier? Achso, das ist so für innen drin. Das hier. Naja, hier können wir eine Steinbank hinsetzen. Was ist denn der spielbare Bereich hier? Hier. Also mit so nah dran am Eingang oder was? Oh, eine riesen Steinbank brauche ich jetzt nicht. Und dann können wir gehen. So. Dann haben wir hier noch eine kunstvolle Bank. Klar, gibt immer noch eine Steigerung. Heckenzaun. Einfriedungen. Was ist das hier? Das hatte ich auch mal irgendwo schon mal gesehen. Ein toten Baum. Unheimlich und imposant. Ja, ist aber auch tot, ne? Krummer Baum. Ein krummen Baum. Setzen wir ihn hier hin? Man weiß es nicht. Machen wir das mal. Aber ein großer Baum. Tierwiesengegenstände. Was ist das? Ah, hier gibt es auch noch so Fütterer. Eine Spielzeugkiste, wie süß. Okay. Ein automatischer Futtertrog. Okay, was ist das hier? Noch verschiedene Böden und sowas. Da kann man sich austoben. Zuchtgehege für die Paarung. Oh, oh, kleine Knuddelmus. Was sind hier noch alles? Sagte grüne Neune. Hippogreif, was? Hippogreif-Feuerschale. Okay, Kürbishinkel, also Ziergegenstände. Okay, das sind alles Ziergegenstände. Das kostet alles Mondstein. Das ist dann hier so. Oh, dann kann man hier so kleine Gebäude bauen oder was? Wie immer das gut ist. So, okay. Oh, guck mal, der kleine Knuddelmuff hier. Was ist los? Willst du gestreichelt werden? Ja, da kann ich mich nicht setzen auf diese blöde Bank, weil die Figur sich nicht setzen kann in dem Spiel. So, jetzt haben wir hier nochmal einen riesen Baum hingesetzt. Ja, vielleicht können die Vögelchen in der Linie gut nutzen hier. So, wie soll man euch denn denn hier? Dann müsste sie ihnen noch einen Namen geben können, so. Weiß ich nicht, hier. Schau mal, ein Schwarzkopf, hier die zwei oder so. Oder hier. Harvey und Mathilda. Unsere beiden Mondkälber. Die sind knuffig. Okay. Bisschen echt süß gemacht. Und wir ballern hier mit unserem, naja, Mondstein. Wir brauchen Mondstein, Leute. So. Den kann ich jetzt eigentlich wieder bearbeiten hier, ne? Nein, nicht mit... So, komm. Kriegst du heute nochmal Streichleinheiten. So. Schau mal, weil die oben und unten ist. So, hier noch ein paar Leckerlis. Was ist jetzt eigentlich vorne bei dir, mein Freund? Hier, ah, ja. Schlupp. Flupp. Flupp.
Und aber nochmal Knuddelmuff. Sehr schön. Tschüss, kleiner Knuddelmuff. So. Ich finde, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Alter Falter, ja. Wahnsinn. Wo haben wir denn noch relativ viele Zauberschadenhöhlen? Das können wir auch nochmal machen. Das nutze ich viel zu selten, muss ich sagen. Aber im Eifer des Gefechts denke ich da meistens noch gar nicht dran. Oh. Der Kohl ist fertig. Darf man nicht über die Kinder, wenn Mama sowas sagt? Wahrscheinlich nicht. Okay. Kann man denn hier noch für Verbesserungen machen? Okay, da braucht man Jobbernoll-Federn immer. Das sind die aktuellen Handschuhe, ne? Die hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Das ist relativ teuer dann irgendwann. Da brauchen wir immer die Federn. Hm. Die vier Offensive. Hm. Naja, gut, den können wir dann eigentlich verkaufen. Obwohl diese Eigenschaft wir momentan nicht, gar nicht haben mit dem. Dann müsste man eigentlich. Das könnte man eigentlich auch nutzen. Da müsste man nur vor dem Angriff dann die Ausrüstung wechseln. Jetzt Illusionierung anwenden, Zauberschaden machen und dann wieder wechseln. Aber das macht ja kein Mensch. Das, da brauchst du viel zu lange für. Nur diese Eigenschaft haben wir selber noch gar nicht freigeschaltet. Deshalb ist ja ganz gut, wenn das Ding das hat, ne? Können wir die Verteidigung verbessern. Ja, gut. Hm. Gut, dann lassen wir das mal. Dann haben wir das. Wunderbar. Cool. Ist er fertig? Ja. Den nehmen wir noch mit. Oh, Wahnsinn, ob man hier alles machen kann. Haben wir dann alles, was wir mit Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten? Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Lass mal. Okay. Vielleicht ein anderes Mal. So, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wahnsinn. Jetzt müssen wir Tierwesen fangen, damit wir ein bisschen mehr machen können. Aber so die grundsätzlichsten Sachen haben wir jetzt auch schon. Wir haben Incendio verstärkt, das ist schon mal auch schon sehr cool. Revelio. Was ist denn das jetzt? Achso, der Raum der Wünsche hat sich verabschiedet. Okay. Dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen müssen. Wir können natürlich auch wieder fleißig Demigeist-Figuren sammeln. Wer ist das hier? Könnte ich dich einen Moment sprechen? Sophrania Franklin. Das für ein Name. Kann ich helfen? Ich glaube ja. Ich bin übrigens Sophronia und ich brauche Hilfe von jemandem aus der 5. Klasse. Sophronia! Kennst du vielleicht Tara Diana Byrne? Wen? Sag nichts. Natürlich nicht. Niemand außer mir scheint sie zu kennen. Aha. Sie ist ja nur die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Hat sogar kurz in Hogwarts unterrichtet. Kurz? Was ist aus ihr geworden? Interessant. Erstaunlich, dass ich nie von ihr gehört habe. Es ist eine Schande, dass sie nicht bekannter ist. In meiner knappen Freizeit lese ich oft über große Hexen. Und es gibt viele. Ich habe gelesen, dass sie hier in Hogwarts einen geheimen Depulso-Übungsraum errichtet hat. Mhm. Aber raffiniert wie Herodiana eben war, kann man den Raum nicht betreten, ohne Depulso zu beherrschen. Was Drittklässler natürlich nicht lernen. Und du bist Drittklässlerin. Blitzmerker, hm? Ja. Ich habe gehört, dass sich ihr charakteristisches Gewand noch dort befindet. Ich würde es so gern sehen. Würdest du Herodianas Gewand besorgen und es mir zeigen? Die sind immer alle so bescheiden, ey. Sagt ihr ja, ich will es haben, mein Gott. Was ist denn mit der passiert dann eigentlich? Was ist denn mit Herodiana Byrne passiert? Später unterrichtete sie in Hogwarts, aber nur für kurze Zeit.
Offenbar gerade lang genug, um eine geheime Halle zu bauen. Dann verschwand sie eines Tages einfach. Manche sagen, sie hätte sich selbst verbannt, aber niemand weiß es sicher. Anscheinend ist jeder irgendwie, der nach Hogwarts kommt, als Lehrer oder Direktor bestrebt, sich geheime Räume irgendwo reinzugraben. Es ist echt so ein Spleen anscheinend. Wie konnte Harrow Diana Byrne denn mit Depulso berühmt werden? Depulso. Einst rettete sie Waisenkinder vor einem wilden Grabhorn, das sie über Stonehenge verbannte, im Süden Englands. Oh. Einmal hat sie einen zudringlichen schwarzen Magier bis nach Durmstrang verbannt. Aus den Alpen. Das ist vielleicht übertrieben, aber viele andere Geschichten über sie sind es nicht. Der hat sie damit den Pool so weggeschleudert. Ja, okay. Sag mir, wo ich hin muss. Dann sehe ich mir das mal an. Geh einfach zur Halle von Harrow Diana am Fuß des Turms für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dort findest du einige Depulso-Rätsel, hinter denen sich Teile von Harrow Dianas Gewand befinden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich was finde. Ich freue mich die schon Halle auf Harrow von Harrow Diana. Berühmtes Ensemble. Vielleicht kopiere ich es. Cool, okay, das ist eine sehr schöne Nebenmission. Sollte nach der geheimen Halle suchen, von der Sophronia erzählt hat. Da habe ich schon mal von gehört. Soll eine sehr schöne Nebenmission sein. Also wenn man so Schieberätsel mag, glaube ich. Ja, das meinte ich hier mit diesen ganzen Räumen. Die sind alle toll gemacht und die Schüler sitzen hier alle rum, tun was und so. Aber was kann ich hier eigentlich machen? Im Grunde nichts. Das ist ein bisschen so verschenkte Chance, außer Katzen streicheln. Ne? Hier kann man auch selber irgendwas machen. Man kann hier nicht einfach so bescheuerte Sachen hier auf die Tafeln kritzeln oder mich hier auch hinsetzen und einfach mal ein bisschen was trinken. Oder hier mit jemandem spielen oder wie auch immer. Oder irgendwelchen Quatsch reden. Oder hier irgendwie, was weiß ich, ein Kartenspiel zusammen machen. Zaubererschach. Über Hausaufgaben reden. Was auch immer. Geht leider nicht. Schade. Ach, ich kann jetzt die Schloss aufmachen, ne? Hallo, Homora. Dafür können wir hier Schlösser knacken und Einbrecher spielen. Das ist, ja. Okay. Flump. Okay, was haben wir hier? Och. Wessen Schlafzimmer ist denn das hier? Sag mal, bist du mir gefolgt oder warst du hier schon, Mieze? Aber kein Alarm schlagen jetzt hier. Ich glaube, ich kriege irgendwann einen Orden, dass ich hier alle Katzen im Haus gestreichelt habe. Sieht aber sehr gemütlich aus hier. Nur die Fenster sind sehr unpraktisch, weil hier kann man nichts durchsehen, wenn man... Na gut, vielleicht sind es ja magische Teleskope. Astronomische Zeichnungen. Ist das hier? Liebe Frau Professor Schaar, vielen Dank für Ihren jüngsten Beitrag über himmlische Anomalien. Es könnte eine perfekte Ergänzung für den Atlas sein, den ich zu veröffentlichen gedenke. Ich setze mich mit Ihnen in Verbindung, wenn ich beschließe, Ihren Beitrag oder damit verbundene Forschungsergebnisse in der Publikation aufzunehmen. Mit besten Grüßen, MPN Carneros. Ja, dann machen wir einen guten Vertrag, dass er nicht bescheißt und so tut, als wenn das alles seine Erkenntnisse. Kann man ja, die Wissenschaftler untereinander gönnen sich auch nicht das Schwarze unterm Fingernagel. Eine Quidditch-Schutzbrille. Okay. Wie sieht die denn wohl aus? Ist nur mal so aus Neugier. Ihr kennt mich ja. Ich probiere das immer alles gerne aus. Ja, das passt doch. Wenn wir beim nächsten Mal mit dem Besen ausreiten, können wir nicht mehr diese ganzen Fliegen ins Auge. Ist immer so lästig. So, hier haben wir nochmal einen Spezialschloss. Hallo, Homora. So, dann klauen wir jetzt irgendeinem Lehrer sein Inventar. Warum nicht, ne? Na? Ah, hier. Klopp. Ah, robuste Duelli-Handschuhe. Okay, aber oh, gut. Nichts so Dolles, die haben wir genug. Kann man zumindest verkaufen. Dieses düstere Gemälde haben wir auch schon mal gesehen irgendwo.
hübsch, hübsch. So, Miezekatze, lass mich mal wieder allein hier. Was flüstert denn hier die ganze Zeit so? Revelio. Magisches versteckt. Okay. Dann haben wir das auch. Besseres zu Weihnachten als ein Glas Butterbier und Minzpies mit meinen Schwestern. Meine Familie liebt die Quidditch-Weltmeisterschaft. Vater war eine Weile in der Barnton-Amateurmannschaft. Seitdem lässt ihn der Sport nicht mehr los. Meine Brüder und ich. Okay, gut. Dann haben wir ja jetzt hier viel zur Auswahl, was so Nebenmissionen angeht, muss man sagen. Aber wir haben ja noch so viele andere Sachen. Gut, das dauert jetzt, bis wir die alle gefunden haben. Das ist auch eine Sache. Okay. Dann würde ich vielleicht mal was machen, was am schnellsten hier und so geht. Dass es vielleicht nicht so kompliziert ist. Hier die Geschichte. Und dann suchen wir uns eins von den großen Sachen aus. Hier ist das Dorf Upper Hogsfield. Da war ich noch nicht. Hier gibt es auch Tierwesen. Lila Höhle, lila Kröten. Ja, glaube ich, die unbedingt will. Was ist hier? Lagerabbruch. Aha, ist auch nochmal eine Nebenmission. Hier gibt es auch nochmal Einhorn. Ach du Scheiße. Mondkaltbau. Okay. Die kennen wir ja. Was ist hier? Handbuchseiten. Mhm. Prüfung des Merlins, Ort alter Magie. Hier sind wir noch nie gewesen in dieser Gegend hier. Was ist hier? Knuddelmuffbau. Okay. Hier gibt es Handbuchseiten und hier wieder Spinnen. Würde ich mal sagen, wir reisen mal hier hin. Den Rest unternehmen wir dann per Besen. Und gucken uns auch noch mal ein bisschen in der Gegend um. Wir brauchen auf jeden Fall noch mal eine Prüfung des Merlins. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor. Quatsch wieder. Drei. Die wachsen zwar bei uns auch draußen, aber die träuten nicht. Finde ich ein bisschen schade. Aber okay. So. Wir sind jetzt hier. Hier war ja genau diese Schmetterlingsgeschichte. Spinnenversteck. Hier sind Handbuchseiten. Da muss ich übers Spinnenversteck hin. Okay. Und gut, Knuddelmuffs haben wir ja. Wie das wirklich sollte. Naja. Hier sind auch nochmal Handbuchseiten. Hier ist eine Prüfung des Merlins. Das wird vielleicht ein bisschen zu lange da, um zu wurscheln. Vielleicht machen wir eher das. Und gucken wir mal diese Handbuchseite uns an. So, dann fliegen wir mal ein bisschen. Und so weit ist es ja nicht. Schneller, ab nach Hause. Sind hier noch Schüler unterwegs? Die sahen auch schon mal besser aus. Hä? Die Schüler? Klaus lästert doch nicht über die Mitschüler hier. Können doch nichts dafür. Wo sind wir denn jetzt hier oben? Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Was ist das Merkwürdiges? Okay. Aha. Was ist... Okay, machen wir das mal. Schlabimsel! So!
Revelio. Was muss ich da jetzt machen? Muss ich die anzünden oder was? Komm, trink! War das jetzt richtig? Hä? Keine Ahnung. Glaube nicht. Ich glaube. Wie viel gibt's denn bei diesen Dingern hier? Hier hat er eine Party gefeiert. Hey? Revelio. Was willst du denn hier machen? Crazy. Wenn das jetzt falsch war, wenn die Dinger wahrscheinlich auch irgendwann wieder neu spawnen, also von daher. Sammeln wir mal so eine heimische Fauna und Flora hier. Ist eine Brücke. Sehr merkwürdig, okay. Revelio. Damit wäre das erledigt. Das war's? Oh. Also doch nur abschießen. Okay. Ich hatte nur nicht alle gesehen. Das war ja dann simpel. Schließe Prüfung und Merlins ab. Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, wir kriegen nochmal einen Platz für Ausrüstung. Das ist schön. Was haben wir hier? Also das müssen wir noch. So, Schankedöns. Sehr gut. Das können wir natürlich gebrauchen. Jetzt haben wir 28. So, da müssen wir nicht so oft dann wieder zurück und Sachen verkaufen. Dann haben wir da ein bisschen mehr Platz. So. So, neue Inventarplätze freigeschaltet. 4. Dankeschön. Trotzdem ein bisschen wenig. So, hier war dann noch eine Handbuchseite, oder? Wo bin ich jetzt hier? Hier. So umständlich? Na gut, der geht immer vom Fußweg aus. So ein bisschen wie Google. Wenn du vergisst, es einzustellen, dass du nicht mehr im Auto fährst oder so. Was war das da gerade? Achso. Revelio. Hier. Schokofrösche. Aha. Die Schokofrösche wurden von einem Hogwarts-Schüler zurückgelassen, der Hogsmeade besuchte. Diese verzauberten Süßigkeiten hüpfen wie echte Frösche rum und enthalten jeweils eine Sammelkarte mit einer berühmten Hexe oder einem berühmten Zauberer. Cool. Ja, das haben sie, hätten sie auch mal einbauen können. Dass man hier sowas kaufen und benutzen kann irgendwie. So. Ja, so ein paar Sachen, ne? Fehlen noch so ein bisschen, aber okay. Kann man ja vielleicht nochmal einbauen. Jetzt habe ich kein Set dafür frei. Darum muss man das umbauen hier. Da hätten sie auch ein bisschen mehr machen können. Das ist ein bisschen mühsam, dann immer alles umbauen zu müssen für jede Anwendung. Also 6 oder 8 Zaubersets wäre schon nicht schlecht. Hallöchen, Truhe! Oh. Es tut einem so leid, aber die 500 sind schon verlockend. So, haben wir das auch. Wunderbar.
Sieht auch cool aus hier. Ach ja, so. Ach, hier kommen wir nicht auf den Besen, weil wir sind in Hogsmeade hier. In dem Einflussbereich von. Aber hier müsste es gehen. Nee, auch nicht. Wir sind doch gerade gelandet. Dann ging es ja noch. Nee. Können wir jetzt hier rüber schwingen? Nee, hier auch nicht. Oh. Okay. Oh, da sind Straßenköter da unten. Kämpfen miteinander. Mist, geht nicht. Ich mach das bestimmt nicht für immer. Eines Tages werde ich meine eigene Organisation haben. Mit Leuten, die dann für mich arbeiten. Hä? Was ist denn der Typ da unten? Ist zu weit weg für mich, leider. Was war das? Levioso! Ist da jemand? Nein! Hier ist niemand. Ist da jemand? Akio! Du bist der Pulso! Schade, geht dann nicht zu weit weg. Dann eben so. So. Ranrock hat euch alle in den Untergang geführt. Genau, und ich auch. Danke, zwei Fälle. Muss man doch nicht mal was für machen, großartig. So, haben wir das auch. So eine kleine Jagd nebenbei. So, wollen wir mal ein bisschen Höhe gewinnen hier. Was sind das denn für Gebäude hier eigentlich? Auch in einem Dörfchen. So. Dorothy's Protel. Gut, dann fliegen wir mal noch. Oh, wir sind hier an der Grenze. Okay. Na, so weit ist es auch nicht. Sehen aber die erwischen hier. Plopp. Ah, genau daneben. Super, Klaus. Du bist wirklich wieder der Größte. Aber den. Aber den. Ja, immerhin. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Könnte auch im Auland stehen hier. Ah, Upper Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Brottle? Revelio. Oh. Oh, hier ist ein Fest. Okay. Nein. Reit, reit. Ich hab schon Musik. Jemand Wegpunkt? Hallo, wie schön Sie zu sehen. Bardolf Beaumont ist noch nicht zurück. Wurde wohl von schwarzen Magiern erwischt. Hallo, Mrs. Brottle. Hallo, Mrs. Brottle. Sirona Ryan hat mich gebeten, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Brottle. Geschrumpft. Ach, ja. Danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, Horklumpe, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen.
Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Warum sollten wir die? Wir können die auch einfach mal. Dann wird die uns eine Quelle nennen, denke ich. Ich kann gern versuchen, ein paar aufzutreiben. Das wäre wunderbar. Ich sorge mich um die reisenden Händler und möchte ihnen gern mehr Mega-Power-Trank geben. Mega-Power. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Ach so. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Wie praktisch. Ja, sehr gut. Ja. Sirona sagte, dass sie in den Sommerferien immer bei ihm gewohnt hat, als sie noch in Hogwarts war. Wie war sie so? Ach, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Oh, wie viel Spaß wir hatten, wenn sie und ihre Freunde uns besucht haben, wie sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Hm. Erinnern Sie sich zufällig, was für Briefe in der Schachtel waren? Liebesbriefe. Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von ihren Schulfreunden. Jetzt sie alle gelesen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Ja. Danke, Mrs. Sprottle. So ist das manchmal. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn sie die Horklumpe sammeln könnten. Oh ja, das machen wir doch gern. Die ist ja lustig synchronisiert. Ja, aber cool irgendwie auch. Ach ja. Oh, hier hat er sein Kleingeld vergessen. Aber Hogsfield wird von Renrocks Anhängern terrorisiert. Das ist nicht rechtens. Was hat die für ein Problem? Der macht die schöne Musik. Gefällt mir. Nun seien Sie doch nicht so geizig. Oh. Okay, okay. Aber aufgepasst. Ich habe etwas gekauft, das die Kugel Laute nennen. Einfach herrlich, was? Ist das der gleiche, der in Hogsmeade auftritt? Denn wenn man denen in Hogsmeade Geld gibt, dann ist das nicht verschwendet, sondern er kauft mir jedes Mal, wenn man denen was gibt, neue Instrumente dazu. Und irgendwann hat er eine richtig große Band. Macht natürlich auch mehr Musik damit. Das ist auch eine coole Idee. Also achtet man vielleicht nicht drauf, aber wenn man ihm zum ersten Mal Geld gegeben hat, hatte er nur ein Instrument und danach hat er zwei und dann drei. Und er investiert das also in neue Instrumente. Kann doch versaufen das einfach. Aber er kauft sich Instrumente. Finde ich sehr gut. Schade, dass Bardolf dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Verzeihung, haben Sie gerade Bardolf Bowman erwähnt? Oh, hallo, wie schön, Sie zu sehen. Ja, und das, ja, habe ich. Das habe ich. Ich wusste, dass Sie das so ich sagen. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Bardolf. Ach so. Denn er ist verschwunden. Ja, auch. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwood-Zeugen. Da muss man sich nicht wundern. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein. Warum sollte Bardolf sich mit den Erschwinderinnen einlassen? Oh, er geriet mit Renrocks Anhängern aneinander. Das hat ihn verändert. Er wollte sich nie wieder machtlos fühlen. Ich glaube, er hat die Erschwinderinnen aufgesucht, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Victor Rockwood zumindest scheint immun gegen Renrocks Anhänger zu sein. Rockwood, naja. Könnte Bardolf nicht einfach davongelaufen sein? Nein. Bardolf hat den Laden sein ganzes Leben lang mit Claire geführt. Er würde ihn für nichts aufgeben.
Er hat geschworen, in 2 Wochen zurückzukommen. Mein Gefühl sagt mir, er wird festgehalten. Er ist tot. Oder Schlimmeres. Okay. Ich kann gern nach ihm suchen. Ja. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Okay. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Bardolf wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Aha, es geht doch nicht über exakte Personenbeschreibung. Sie in ihrem Laden sein, Mütter, wenn Sie mit ihr reden wollen. Noch eine Meme-Mission, okay. Aber gut, die stand ja hier da drüben. Ich wollte mal wissen, was die noch zu sagen hat. Ja, cool. Also, ja, wieder ein Fall für Detektiv Klaus. Den werden wir natürlich auch lösen hier. Jetzt sollte ich mir noch so den Lupen zulegen. Renrocks Anhänger sind eine Plage. Was können wir tun? Madame Beaumont, könnte ich Sie kurz sprechen? Madame Beaumont, könnte ich Sie kurz sprechen? Ja, oder so. Worüber denn? Mrs. Brottle erzählte mir vom Verschwinden ihres Bruders. Oh, die liebe Dorothy. Sie würde selbst nach Bardolf suchen, wenn sie könnte. Sie erwähnte schwarze Magie und sogar die Erschwinderinnen. Trotz meiner ausdrücklichen Warnungen experimentierte Bardolf drüben am Waldesrand mit schwarzer Magie. Ich dachte, er würde davon ablassen und es würde irgendwann aufhören. Aber eines Tages kam er nicht nach Hause. Hat Ihr Bruder irgendetwas mitgenommen, das uns helfen könnte, ihn zu finden? Nur seine Tasche, sein Tagebuch und ein Wollpullover, den ich ihm gestrickt habe. Das ist alles, wovon ich weiß. Ja, der Pullover muss ja sehr speziell sein, das ihn jeder erwähnt. Na gut, den gucken ich wir uns natürlich mich, wenn an. Wenn ich etwas sehe oder höre. Wenn wir seine Knochen finden. Das ist nett. Ich wäre so dankbar, wenn ich wüsste, wo er ist. Ich weiß tief im Innern, dass er da draußen ist. Aber geben Sie Acht. Apropos. Was verkaufen Sie hier? Bardolf, wo bist du? Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja, aber erst mal das Geschäftliche jetzt hier, Mensch. Immer diese Emotionen. Wunderbar. Davon könnte ich jederzeit mehr gebrauchen. Upper Hawksfield wird von Renrocks Anhängern terrorisiert. Das ist nicht rechtens. Ich konnte nicht, um Ihnen zuzuhören. Dann wären Sie Renrocks Anhänger. Ich konnte nicht, um hinzuzuhören. Erwähnten Sie Renrocks Anhänger? Ja, sag ich doch. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass Sie so blutig vorgehen. Ich bin übrigens Claire Beaumont. Sehr erfreut. Renrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf und unsere Existenz. Einfach skrupellos. Mein Bruder Bardolf wagte es, sich gegen sie aufzulehnen. Und landete dafür im St. Mungo. Ich weiß einfach nicht weiter. Okay. Renrocks Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Wo genau? Im Süden, hinter dem Fluss. Ich habe gehört, dass in jedem Lager etliche von Renrocks Anhängern sind. Ich wage mich nicht in ihre Nähe. Okay. Warum verlassen Sie die Gegend nicht einfach? Upper Hawksfield ist mein Zuhause. Bardolf und ich sind hier aufgewachsen. Nein, wir geben nicht nach. Sobald mein Bruder zurückkommt, sehen wir, wie es weitergeht. Er sucht Rat bei Victor Rookwood. Ich habe das nicht gut geheißen. Aber vielleicht bringt es uns ja doch was. Aber die arbeiten noch zusammen, deshalb... Gut, das wissen die Leute wahrscheinlich nicht. Ja, das wissen wir noch mit ihrem Bruder, oder? Aber gut, wir fragen es nochmal. Wie kam ihr Bruder Bardolf nach St. Mungo? Ach. Bardolf hatte den ganzen Tag Kräuter und Wurzeln für uns gesammelt. Als eine Gruppe von Renrocks Leuten auftauchte und die Ernte für sich einforderte, weigerte sich Bardolf standhaft. In ihren Zorn schleuderten sie ihn gegen einen Felsen und raubten ihn aus. Als er St. Mungo verließ, schwor er Rache. Ach so, darum. Ich habe Angst, er könne sich an eine Art Magie versuchen, die er noch bereuen wird. Okay, jetzt wird es ein bisschen klarer, was er mit dieser schwarzen Magie vorhat. Das ist ein bisschen wirr, die Story, aber es ist okay. Ich kenne Renrocks Anhänger leider sehr gut. Vielleicht kann ich etwas tun.
So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden. Oder Schlimmeres. Bitte seien Sie vorsichtig. Das ist unser Job. Wir sind Detektiv. Wir sollten nicht in Angst leben müssen. Klaus. Das ist unsere Heimat. Hallo, Schäfchen. Die Lage verschlimmert sich. Ich sehe mich besser vor. Okay. Lumos. Also, wir haben wieder einige neue Aufgaben hier zu tun. Wir müssen die Welt retten und was weiß ich noch alles. Und verschwundene Brüder finden. Wenn die Schafe scheren oder so. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hier mit Detektiv Klaus. Und seinen Schafen. Ja, vielen Dank. Bye, bye. Hallo? Nicht an meinem Mann. Hey, geh weg. Hilfe.